wir sind dann auch noch in ein Möbelhaus gegangen und alles und haben da also gleich eingekauft, weil wenn du schon mal anfängst mit Renovieren, machst du am besten alles, dann bist du fertig. Wir sind also dann aus dem Möbelhaus rausgekommen, dann sind wir noch in den Baumarkt, was ja jetzt gerade in Corona-Zeit, finde ich, so der wichtigste Markt ist, der Baumarkt, nicht wahr? Das ist der einzige, wo es sich richtig gelohnt hat, gell? Ja, egal, also ich bin mit meinem da rein. Er hat eingekauft und er kommt raus und dann sagt er, also du Schatz, wenn ich jetzt für dich renovieren soll, dann brauche ich noch Baubier. Ja, ich muss vielleicht erwähnen, Bier ist bei meinem Mann ein Artikel, der geht niemals aus. Also der Keller ist voller Bier. Dann sage ich, du Entschuldigung, der Keller ist voller Bier. Was brauchst du Bier? Ja, er braucht Baubier. Das weiß ich, kennt ihr in der Pfalz den Unterschied zwischen normalem Bier und Baubier? Ha, kennt ihr es? Also ich wusste es nicht. Ich habe dann meinen Mann gefragt und gesagt, kannst du mir bitte sagen, was ist der Unterschied zwischen normalem Bier und Baubier? Dann hat er gemeint, wenn man Baubier beim Schaffen trinkt, muss man da nicht so schwitzen. Das kann vielleicht jetzt stimmen. Aber mich würde es interessieren, woher mein Mann weiß, dass man beim Schaffen schwitzen muss.